In unserem Leben kommen wir manchmal in die Verlegenheit, den Wohnort zu wechseln. Weil man Bock auf eine neue Stadt hat, den Job wechselt oder weil man es sich mit der lokalen Mafia verscherzt hat. Was? Was? Haben wir es uns mit der lokalen Mafia verscherzt? Nein. Umzüge sind meistens ziemlich stressig. Vor allem, weil man viele Kartons vollmachen muss. Mit seinem gesamten Besitz. Und je nachdem, was man die Jahre zuvor gehortet hat, findet man einen Haufen Scheiß. Was ist das denn? Meine Milchzähne? Studien schätzen, dass jeder Mensch in Europa um die 10.000 Dinge besitzt. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Wenn man umzieht, dann spürt man das. Und wer eine Weile in derselben Wohnung gelebt hat, der weiß, der Stapel an Besitztümern wird ganz heimlich immer mehr. Hey, wo ist denn dein Werkzeugkoffer? Unter den 10 Säcken mit Blumenerde, direkt neben den Kartons mit den alten Ladekabeln. Ja, genau, bei den Koffern mit den Klamotten, aus denen ich seit 8 Jahren rausgewachsen bin. Viele von uns haben die Tendenz, Besitz zu horten. Woran liegt das? Vielleicht, weil wir eine Angst vor Mangel haben. Auf das, was wir haben, fallen wir in der Krise zurück. Aber ehrlich gesagt würde ich das Argument meiner Großelterngeneration durchgehen lassen, aber nicht meiner. Im Falle eines atomaren Erstschlags weiß ich, worauf ich mich verlassen kann. Meine Pokémon-Karten. In dem Moment, in dem wir einen Gegenstand besitzen, bekommt er für uns einen ganz besonderen Wert. Das ist vielleicht schon eher ein Grund, warum wir nicht nur Besitz anhäufen, sondern uns auch nur schwer von ihm trennen können. Wir bewerten eigenen Besitz anders. Hey, wie findest du die? Hässlich, geschmacklos, ne Schande für die Töpferkunst. Hier, schenke ich dir. Grazil, elegant, der heilige Gral. Ein weiterer Grund für unseren vielen Besitz ist ganz banal. Wir haben Dinge, weil wir sie haben können. Wenn du was brauchst, bestellst es auf Amazon und hast es am nächsten Tag. Irgendwelche Hipster posten ihre Monsteras auf Insta, ab in den Blumenladen. Und über Mode und Fast Fashion habe ich schon eine ganze Folge gemacht. Noch wilder wird es, wenn wir Dinge kaufen, die wir absolut nicht brauchen. Darf ich Sie für einen Bananenschäler begeistern? Schweig still und nimm meine Gulden. An irgendeinem Punkt in den letzten Jahren habe ich für mich gemerkt, dass mich all der Besitz, den ich habe, richtig belastet. Es wurde unordentlich, ich hatte keine Übersicht mehr und einfach das Wissen, dass ich noch 5 Kartons mit irgendwelchem Scheiß im Keller stehen habe, hat mich genervt. Wo habe ich es denn hingestellt? Ah, mein Uran. Ich habe irgendwann angefangen, Zeug rauszuwerfen. Minimalismus-Dokus und Marie Kondo haben es mir natürlich vorgemacht, klar. Das war auch echt hart, weil mich manche Dinge an bestimmte Zeiten erinnert haben. Aber Zeug loszuwerden, das einen an nicht ganz so schöne Lebensabschnitte erinnert, ist auch echt eine Befreiung. Hey, mein Abi-Zeugnis! Viele Sachen, die ich loswerden wollte, habe ich verkauft. Auf eBay oder Kleiderkreisel. Dadurch verlagert sich der Besitz zwar nur, aber immerhin müssen andere Leute das Zeug nicht neu kaufen. Und das ist ein entscheidender Punkt. Wenn wir ständig neue Sachen kaufen, dann hat das Auswirkungen. Zum Beispiel auf unsere Umwelt. Eine Bestellung gönne ich mir noch. Es braucht nicht viel Fantasie, um zu kapieren, dass die Welt und unsere Mitmenschen darunter leiden, wenn wir uns jeden Tag ein Amazon-Päckchen kommen lassen. Und ich weiß, dass unsere Systeme viel komplexer sind und unsere Welt nicht sofort rosig wird, weil wir uns weniger Scheiß kaufen. Aber ich glaube, sie wird ein bisschen verhältnismäßiger. Und das ist für mich ein stärkeres Argument, als unbedingt alle David Cronenberg-Filme zu horten. Ein Film über platzende Köpfe. Ich will's nicht missen. Immer wenn ich Dinge ausmiste oder verkaufe, merke ich, wie mich das innerlich befreit. Und ich merke, dass sich dadurch mein Kaufverhalten zumindest ein bisschen angepasst hat. Und wenn ich Dinge dringend brauche, dann gibt es auch echt viel, was ich mir Secondhand holen kann. Mir hat das brutal geholfen. Vielleicht geht's euch ja ähnlich. Ja, dann wird der nächste Umzug ja deutlich entspannter. Ja, aber erstmal will ich nicht umziehen. Wohnt hier Micha? Wir haben's uns mit der lokalen Mafia verscherzt. Vielen Dank fürs Anschauen. Wenn ihr Bock auf mehr Michas Mundwerk habt, dann klickt euch doch mal hier durch diese Playlist. Da gibt's nämlich alle bisher veröffentlichten Folgen. Außerdem lohnt sich ein Besuch bei meinen Kollegen von der Prenz-WG. Die haben nämlich jetzt kurz vor der Bundestagswahl den Sozialomat gestartet. Und da überprüfen sie, welche Partei wie sozial ist. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuschauen. Abonniert natürlich auch den Channel, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.